Beim Spiel des EC Oiler Salzburg 2 gegen den HCS Mark zunächst einmal die Gäste am Bug. Die Gäste in den meisten Rissen verlieren den Bug an die Oilers. Pass, schöne Aktion, Schuss, aber gut abgewehrt von Günther Besendorfer, der im Tor des HCS Mark begann. Dann wieder die Gastgeber. Die Oilers versuchen es wieder hinter dem Tor von Günther Besendorfer. Gute Aktion. Immer noch die Oilers an der Scheibe, aber auch dieses Mal geht der Puck am Tor vorbei. Jetzt wieder. Immer noch die Oilers an der Scheibe. Pass und abgewehrt. Die Gäste können sich befreien. Jetzt wieder. Kontermöglichkeit. David Nöbauer viel zu weit weg. Kontermöglichkeit und Nachschuss und Tor. 1:0 für die Oilers, keine Chance für Günther Besendorfer, da irgendetwas zu machen. Als Verteidiger müsste man halt den Puck wechseln. Jetzt wieder Schuss, der Puck geht vorbei. Neue Möglichkeit. Gute Aktion der Oilers. Schuss. Aber dieses Mal geht die Scheibe am Tor der Gäste vorbei. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Schuss. Und Nachschuss, aber es bringt nichts ein. Spielstand 1:0 für die Oilers. Das ist übrigens Alexander Wagner, der Nachwuchsgoalie, der übrigens auch heuer in der JHL bei den Oilers gefangen hatte. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Schuss, abgewehrt und im Nachschuss landet der Puck im Tor. Weitere Treffer 2:0. Für die Gastgeber des EC Oiler Salzburg. Jetzt wieder. Gute Aktion. In Nummer 77, das ist Stefan Bollwasser, Pass, aber der Puck geht bei. Spielstand nach 20 Minuten 2:0 für die Oilers. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden gewechselt. Der Puck geht zunächst am Tor vorbei. Die Gastgeber bleiben an der Scheibe. Gute Aktion, Kontermöglichkeit für die Gäste, die es über die rechte Seite versuchen, aber den Puck an die Oilers verlieren. Jetzt wieder. Pass, gute Aktion, Schuss, aber auch dieses Mal geht der Puck am Tor der Oilers vorbei. Jetzt wieder. Schuss, Tor, weiterer Treffer. Keine Chance für Günther Besendorfer, da irgendetwas zu machen und die Oilers bauen den Vorsprung aus. Dann wieder eine neue Kontermöglichkeit. Pass, aber dieses Mal gut aufgepasst von Günther Besendorfer, der an diesem Abend eine ausgezeichnete Leistung bot, abgewehrt. Immer noch die Oilers am Puck, jetzt wieder mal der HCS, gute Aktion. Die Oilers bleiben an der Scheibe. Nachschuss und Tor. Weiterer Treffer. Der Puck ging irgendwie ins Tor, aber auf jeden Fall zählt der Treffer. Dann wieder die Schlussdrittel. Die Seiten wurden gewechselt und dieses Mal stand auch die Nummer 37, Johannes Riedler, im Tor der Oilers. Kontermöglichkeit, Schuss, der Puck geht am Tor vorbei. Gute Aktion, jetzt etwas mehr von dem Mordskern zu sehen. Kontermöglichkeit vom Oilers, Pass, aber dieses Mal der Puck am Tor vorbei. Wieder die Oilers, Schuss, Puck geht vorbei. Immer noch die HCS am Puck, verlieren ihn an die Oilers, Pass. Die Oilers an diesem Abend fällt überlegen. Und das ist übrigens der angesprochene Johannes Riedler, der in diesem Abend sein Debüt in der ersten Eishockey-Landesliga gab und seine Sache, wie ich finde, gut machte. Dann wieder der Oilers. Schuss. Immer noch der HCS. Kontermöglichkeit, Pass,
aber der Puck geht vorbei. Kontermöglichkeit. Schuss. Der Puck geht beim Tor vorbei. Nach wie vor sind die Oilers ohne Gegentreffer. Pass, Schuss und Tor. Ehrentreffer für den HC Esmorzk. Dann wieder die Oilers. Einige gute Aktionen, die wir hier noch sehen. Aber wie gesagt, dieser Treffer war nur mal für die Statistik. Die Oilers gewinnen mit 17:1 gegen den HC Esmorzk.